Ich bin David Jardin, Webentwickler und beschäftige mich seit 8 Jahren mit dem Thema Content-Management-Systeme, insbesondere mit dem System Joomla. Ich bin Inhaber der Webentwicklungsfirma Joomla, Mitglied des Vorstands des bekanntesten deutschen Joomla-Vereins Mambo e.V. und engagiere mich auf nationalen und internationalen Konferenzen, um die Joomla-Entwicklung weiter voranzutreiben. Ich bin auf Joomla gestoßen, als ich auf der Suche nach einem Programm war, das mir einen Teil der Programmierarbeit beim Schreiben von Webseiten abnimmt. Ich hatte bis zu diesem Punkt nur statische Webseiten erstellt und war von den Möglichkeiten, die mir ein solches CMS bietet, sofort begeistert. Joomla ist einfach ein tolles Programm, um binnen kürzester Zeit eine leicht zu pflegende Website aufzubauen, die sich trotzdem mit wenigen Mausklicks erweitern lässt. Ich möchte Ihnen in diesem Video einen Einblick über die Einsatzmöglichkeiten und die Funktionsweise von Joomla geben. Viele Unternehmen benötigen eine Internetpräsenz, die einerseits automatisiert läuft, andererseits aber flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. Unter Berücksichtigung eines Corporate Designs sollen aktuelle Inhalte von unterschiedlichen Mitarbeitern einfach gepflegt werden können. Möglicherweise soll eine Shop-Funktion oder ein Forum mit Kommentarmöglichkeit integriert werden. Mit einem sogenannten Content-Management-System wie Joomla, das auf den Betriebssystemen Windows, Linux und OS X läuft, können diese Anforderungen erfüllt werden. Im Vergleich zu anderen Open-Source-CMS-Systemen wie Typo3, Contao oder Xoops bietet Joomla im Einsatz im Unternehmen folgende Vorteile. Es gibt eine leichte Pflege durch einen klar strukturierten Administrationsbereich, höchste Flexibilität durch mehr als 9000 Erweiterungen und Schnittstellen, sauberen, objektorientierten Quellcode, niedrige Systemanforderungen, eine riesige, sehr aktive Community und vor allen Dingen Unabhängigkeit, da Joomla von einem gemeinnützigen Verein getragen und entwickelt wird. Die Größe der Websites wird dabei einzig und allein vom Können des Entwicklers sowie der Leistungsfähigkeit des Servers beschränkt, da Joomla als Grundsystem außerordentlich schnell läuft. Beispielsweise sind Webseiten von IKEA, eBay, McDonald's, General Electric, den Vereinten Nationen und MTV mit Joomla aufgebaut. Wie einfach die Installation und Handhabung funktioniert, möchte ich Ihnen kurz präsentieren. Zunächst, was ist ein CMS? Im Frontend-Bereich sieht die Seite aus wie jede andere Seite auch. Wir können nicht feststellen, ob es eine statische Website ist oder eine Seite, die automatisiert mit Inhalten bestückt wird. Wechseln wir nun in den Administrationsbereich. Hier werden die Einstellungen für das Design vorgenommen und die Texte über eine simple, browserbasierte Oberfläche in die Datenbank eingepflegt. Wie wird eine solche Seite nun aufgebaut? Man startet im Regelfall mit der Installation von Joomla auf dem eigenen Rechner, wofür man einen lokalen Webserver wie zum Beispiel XAMPP benötigt. Die eigentliche Installation erfolgt dann über den Browser, ist leicht verständlich und in ca. 2 bis 3 Minuten erledigt. Dann starten wir mit dem Einpflegen der Seitenstruktur, legen Texte und Menüeinträge an, erstellen ein individuelles Design und installieren benötigte Dritterweiterungen. Die fertige Seite kann anschließend auf einen Server hochgeladen werden und bequem online verwaltet werden. Der größte Vorteil von Joomla ist die leichte Erweiterbarkeit. Mit wenigen Klicks können wir dem System neue Funktionen hinzufügen und somit unsere Seite im Baukastenprinzip zusammenstellen. Das möchte ich Ihnen am Beispiel einer Gästebucherweiterung zeigen. Zuerst laden wir die Erweiterung von der Homepage des Entwicklers runter. Anschließend installieren wir diese über den Erweiterungsmanager unserer Joomla-Installation. Zum Schluss legen wir noch den passenden Menüeintrag an. Et voilà, hier ist unser fertiges Gästebuch. Eine weitere unverzichtbare Funktion sind die Content Construction Kits. Hier können Sie Eingabeformulare ohne Programmierkenntnisse zusammenstellen. Über eine simple Drag-and-Drop-Oberfläche stellen Sie die benötigten Eingabefelder zusammen und legen dabei Regeln für die Validierung fest. Dabei können Sie aus verschiedenen Feldtypen, wie einfache Eingabefelder, Listen oder Checkboxen wählen und dadurch individuelle Formulare gestalten. Durch diese angepassten Formulare erleichtern Sie es dem späteren Administrator der Seite, die Inhalte zu pflegen, da dieser nur noch vorgegebene Felder ausfüllen muss, ohne sich mit den verschiedenen Textformatierungen zu beschäftigen. Wenn das Eingabeformular fertiggestellt ist, definieren Sie das Aussehen von einzelnen Artikeln und Listen und erstellen so vorgegebene Raster, die einen einheitlichen Look der Seite garantieren. Ich denke, dass Joomla für den Einsatz in Unternehmen bestens geeignet und leicht zu bedienen ist.
In meinem Buch Joomla 2.5 – Professionelle Webentwicklung, erschienen im Hansa Verlag, zeige ich Ihnen ausführlich anhand einer Beispielseite und Schritt für Schritt, wie Sie schnell eine Website aufbauen und diese bedienen und warten können. Das Buch ist speziell für den professionellen Einsatz in Unternehmen konzipiert und bietet gegenüber anderen Büchern folgende Vorteile. Eine intensive Einführung mit ausführlicher Beschreibung der integrierten Möglichkeiten, die Behandlung von Profi-Themen wie Content Construction Kits, die Erstellung eigener Templates, die Programmierung von eigenen Erweiterungen sowie die Auswahl des richtigen Webhosters, die umfassende Dokumentation der verfügbaren Schnittstellen und vor allem eine Auflistung unzähliger Praxistipps, die ich aus mehr als 100 erfolgreichen Joomla-Projekten für Sie zusammengestellt habe. Somit wird Ihnen dieses Buch helfen, binnen kürzester Zeit zu einem professionellen Ergebnis zu kommen.